Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World War II gegen den lieben Medicus. Wir sind ja gerade dabei, unsere Offensive Richtung Algier vorzubereiten. Und ich hoffe, dass er. Warum haben wir gerade Amerika gesehen? Oh, die Royal Navy kommt hier reingefahren. Das ist mal wieder ein Flugzeugträger. Eieiei, okay, aber er scheint mein Landungsboot da unten. Er hat mir jetzt ein Schlachtschiff, einen leichten Kreuzer und einen Zerstörer. Und wie auf den. Wie gerufen kommt die Bismarck. So. Sache Nummer 1, die wir jetzt hier klären müssen. Nordafrika. Verschanzung 1 von 2. So, jetzt haben wir da erstmal ein bisschen einen Aufmarsch an Truppen. Da kommt jetzt auch eine afrikanische Armee. Ich hoffe, dass er sehr viel mehr dann hier unten nicht mehr jetzt geschenkt bekommt. Jetzt wäre es natürlich interessant, hier von hinten an den Flugzeugträger ranzukommen. Ich glaube, dazu muss ich erstmal den Zerstörer hier beseitigen. Okay. Er hat noch ein bisschen mehr mitgebracht, sehe ich gerade. Gut, dann fahren wir mal mit unserer Flotte hier besser in den Hafen. Ich habe die auf jeden Fall im Blick, mein Lieber. Zuerst natürlich ist jetzt die interessante Frage, ob ich von Rundstedt jetzt direkt schon mit runter schaffe, aber wahrscheinlich ist das das einzig Sinnvolle, dass ich ihn jetzt runter schaffe. Ehe in der kommenden Runde da dann mehr passiert. So, und das muss dann auch reichen an Truppen. So. Jetzt schaffen wir mal unsere Bomber hier rüber. Yeah.
Okay, so schieße ich den da jetzt noch aus dem Wasser. Aus dem Wasser schießen sieht für mich ein bisschen brutaler aus. Okay, also einen Panzer werde ich definitiv nicht mehr runterschicken nach Afrika. Scheiße, ich hab jetzt schon wieder. Ja, gut. Ja, von Rundstedt sorge ich dafür, dass wir da unten dann mal ein bisschen Versorgung haben. Die Armee, die schaffen dann auch davor. Das ist schon in Ordnung, was wir da dann an Versorgung kriegen. Okay, gut. Das passt erstmal. Jetzt hat er mir hier ein französisches Schlachtschiff vor die Nase gesetzt. Gucken wir mal. Ach, diese scheiß Torpedoboote. Also, Plural wird der ganzen Sache ja nicht gerecht. Aber gut, werten wir den mal gerade auf. Und da kann man die Truppe, die Flotte jetzt erstmal ein bisschen in Rückhand halten. Ah, sieh einer an. Schön, das Korps gefunden. Wo will er das ausladen? Wahrscheinlich hier vorne. Ha. Ja, gut. Bei Italien können wir unten noch was machen. Beschissene Versorgung überall. Tut mir echt leid, dass ich das Korps hier runtergestellt habe. Für das Korps meine ich. Ja, okay, gut. Lassen wir die ganze Sache jetzt hier in Italien erstmal so. Ansonsten Truppen gegen den. Also von Küchler ist jetzt auf dem Weg nach unten. Befehlshaberwert 6. Mannstein hat einen Befehlshaberwert von 9. Könnt ihr dann Upgrade theoretisch vornehmen. Gucken wir kurz in die Forschung rein, bevor ich jetzt überall Punkte für ausgebe. Logistik noch einmal nach oben ist wahrscheinlich sinnvoll. Jetzt die Frage, Artilleriewaffen. Habe ich da schon jemals was gekauft? Nein. Bringe die Erdkampfwaffen nach oben, fange jetzt an, so nach und nach meine Truppen hier wieder zu verstärken. Okay. Japaner. Oh, ein Panzer. Infanteriewaffen 2. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Jetzt natürlich vorgehen, diese Garnison da komplett zu schießen. Ich habe da ohnehin beschissene Verstärkung. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Versorgung.
Insofern. Den bringen wir erstmal wieder auf volle Stärke hier. Achso, okay. Ich hätte den Angriff natürlich hinterher machen müssen. Oh, 1 zu 3 Angriff. Okay. Ich habe im Moment sonst keine Must-Have-Upgrades, was bedeutet, dass ich theoretisch auch noch ein Upgrade vergeben kann. Dings hier. Gut, jetzt kann ich auch hier die Infanteriewaffen vielleicht noch von dem einen oder anderen Trupp verbessern. Der hier zum Beispiel Infanteriewaffen 2. Dem hier kann ich auch mal Infanteriewaffen 2 geben. Der kann innerhalb von einem Zug dahinter gehen. Das ist echt ziemlich stark. Ich glaube, das war es sogar dann schon wieder. Das war ein relativ kurzer Zug, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke. Ja, gut, die Situation da oben Narvik gefällt mir natürlich nicht. Weiß jetzt auch nicht, ob das im Nachhinein betrachtet so die richtige Entscheidung war. Wir können jetzt natürlich noch ein italienisches Hakuda runterbringen. Aber für die vier Mann. Lohnt sich das meines Erachtens nicht. Aber ich kann natürlich noch eine italienische Armee dahin bringen, beziehungsweise ein italienisches Korps. Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen. Jetzt ist natürlich die Frage, wohin stelle ich meinen Korps? Beim Italiener. Vielleicht auch damit runter. So, warte mal, bekomme ich beim Italiener noch ein. Bekomme gar nichts mehr beim Italiener. Ja, jetzt muss ich diese Afrika-Geschichte halt auch lohnen dann, ne? Damit gehört Prest uns. Glaube ich, schon ein paar Garnisonisten gekauft, genau. Schaffen wir die schon mal hier rüber für einen eventuellen Überfall nachher auf Jugoslawien. Okay. Gut, das war's. Wir sehen uns in der kommenden Runde. Bis dahin. Bye bye.